Und herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin endlich so weit mit dem Programmieren fertig. Erst vorerst für die Schmelze. Wir werden ja gleich noch ein bisschen was tun, dran schreiben, so ein bisschen intern. Ich habe eine kleine Mauer eingezogen und zwar wollte ich euch das zeigen. Ich wollte nicht direkt drauf gucken. Wir gucken auch extra mal so. So, wir gucken extra nur so. Weil wenn ich jetzt um die Ecke gehe. Zack, Programm ist fertig. Wir können das wieder vorne schließen. Anlagensteuerung. Vorhandene Programme. Jetzt kommt hier Timersteuerung, Lavapumpe. Jetzt haben wir noch Reserve hier zwischendrin. Ablassbecken und Glasbecken. Und das funktioniert wie bei dem anderen auch. Wir können alles hier anklicken und können alles hier auch schließen. Den Computer und die ein Ding habe ich schon mal ein bisschen fertig gecraftet. Sonst gerne noch einen PC fertig machen. Damit wir halt den zweiten hier auch vorne starten können. Hier an der Stelle. Das werden wir jetzt auch mal eben fix machen. Dann muss ich da noch ein bisschen umschreiben, halt reinschreiben, was was ist. Und dann läuft das auch sozusagen schon fast. Genau, ich brauche jetzt noch, um meinen Computer zu köpfen. Zack. Dit. Da Gold. Und, da wird's so. Dann gibt es nämlich so einen Advanced Computer, nur bei mir ist wieder diese Missing Texture Aktion. Aber wenn ich das Ding gesetzt habe und programmiert habe, dann läuft es einwandfrei. Das heißt, die Textur ist dann weg. Können wir einmal hinten schauen. Weil da saß ich jetzt, glaube ich, knapp 3 Stunden wieder dran. Bisschen rumgetüftelt. Dann läuft das, wie ihr seht, wenn ich das jetzt gleich setze wieder, dann ist es weg. Wenn ich es einmal benutze, dann kommt die Textur. Aber wenn ich gleich das Programm hier einfüge, ist das so. Hier machen wir auch Label Set. Ja, machen wir. Gussbecken, Erze, Glock, Gussbecke, Erzen und jetzt machen wir noch Pastebin Get. Jetzt will ich hoffen, dass das jetzt richtig ist oder beziehungsweise eingefügt ist, genau. Start up. Also nun müssen wir jetzt noch ein bisschen dran rumschreiben. Was fehlt? Okay. Paste. Bin get. Startup. Failed. Da müssen wir einmal kommen und schauen. Das dauert einen Moment. Einfügen. Oh ne. Das ist immer so das Problem dabei. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er das aufnimmt. So. Kann natürlich sein, dass er jetzt hier beim Spiel ein bisschen mit der Maus rumbackt. Aber das ist, glaube ich, weniger schlimm. Start ab. Genau. Warten, Moment, Link nehmen. Aufschneiden. So. Das same nochmal, nur mit dem anderen Link. Startup. Successful, genau. Und jetzt können wir eingeben hier. Erstmal Edit. Startup. Und dann machen wir einmal Speichern, einmal Exitieren und Monitor. Man sollte auch Tor reinschreiben und nicht Rohr. Monitor. Back. Startup. So, jetzt läuft es auch auf der anderen Seite auch schon. Nur mit halt einem anderen, mit den gleichen Beschriftungen, weil ich ja einfach noch kopiert habe und einfach nur noch umändern müsste. Seht ihr? Es funktioniert genau das gleiche. Hier kommt jetzt gleich nur noch Beckensteuerung hin, beziehungsweise Anlagensteuerung können wir stehen lassen. Vorhandene Programme lassen wir auch stehen. Es wird sich eigentlich nur hier vorne die ganzen Positionen ändern. Mit den Beschriften. Und sowie auch da unten. Das machen wir auch eben fix. Das geht eigentlich relativ schnell. Das ist auch in einer kurzen Zeit sozusagen gehandelt. Wieder terminieren. Und dann gehen wir auf das Edit. Und suchen uns jetzt genau die vorhandenen Beschriftungen. Hier brauchen wir zum Beispiel nicht Timer-Steuerung, sondern einfach Goldbecken. Dann brauchen wir hier, das
müssen wir jetzt überall einmal machen. Wie gesagt, dann wollte ich einmal das Eisen Becken. Eisen, dann ist Reserve. Moment, da muss ich auf meinen schlauen Zettel schauen. Und zwar ist das Kupfer, Zinn und Aluminium. Kupfer, oh. Kupfer. Zinnbecken, oh, da haben wir oben das Becken vergessen, ne? Genau. Becken und Glock, 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 Glock. Alu, Becken. So, die Rest bleibt an der Position. Hier ist noch. Weg. So weit wollte ich nicht. Gold. Becken an. Das gleiche müssen wir hier auch machen. Müssen wir jetzt immer doppelt schreiben. Goldbecken aus. Das kann alles bleiben. So. Jetzt kommt Lava und Lava ist das Eisenbecken. Und immer nach hinten raus Platz lassen, falls. Oh. Falls halt ein Fehler auftaucht mit den Buchstaben nachher. Eisen. Becken. Aus und hier einfach ein bisschen Platz lassen von den Leerzeilen hier an den Stellen. Weil jetzt an und außen natürlich Buchstabenunterschied. Und dann macht sich das nachher bemerkbar bei den Farben. Das ist dann natürlich nicht gut. Kupferbecken. So. Haben wir das gleich auch schon? Kupfer. Becken. Ich habe in der Zeit ein bisschen laufen lassen, das heißt, ich habe gleich ein bisschen Wolle. Ich will hoffen, dass auch, glaube ich, das Alloy-Zeug da auch fertig ist. Dann können wir das nämlich auch sozusagen starten, weil ich muss immer täglich, wenn ich hier auf Minecraft drauf gehe, einmal die Dinger starten. Die PCs, das geht eigentlich schnell. Befehl einfach eingeben. Und dann einfach kopieren, dann funktioniert das relativ ganz gut. Glaspack, nein. Das ist das Alu-Becken. Und hier kommt auch noch das Alu-Becken hin. So, die sind alle. Die können wir jetzt einfach nur noch auch nicht exitieren. Vorher immer, ich speichere mal gern zwei, dreimal, damit die sicher gehen kann. So, einfach wieder Monitor Befehl eingeben. Und schon läuft die Sache. Da ich das Ding jetzt gelabelt setted habe, dann läuft das direkt. So, und da haben wir es auch. Goldbecken, da wollte ich auch noch die Farben ändern, genau. Das sind jetzt hier sozusagen die Farben dafür. Da gehen wir nochmal zurück, da wollte ich ja die Farben ändern. Gehen wir auf das Edit und dann habe ich mir natürlich auch Farben überlegt. Einerseits die Kabelfarben und andererseits auch die Farben von den Beschriftungen hier. Und zwar habe ich Farbe für Goldgelb. Also, dass ich so eine gelbe Farbe habe und das ist zwar in dem Sinne 16. Also die Farbkodierung müsst ihr bei Minecraft raussuchen. Also das ist vorgegeben, welche Nummer welche Farbe hat. Grau 64. Für Eisen ist grau okay. Orange für Kupfer kann man auch auf jeden Fall nehmen, weil es gibt keine andere Farbe so im Kupferbereich. Zinn wollte ich so weiß nehmen. Da ist weiß 1. Und Aluminium so ein hellgraues, das ist so. Ja, Aluminium ist auch so weißmäßig, aber das wollte ich halt nicht zwei weiße nehmen. Das sieht natürlich da ein bisschen blöd aus. So, und wie gesagt, den einfach nur noch ein, zweimal speichern, exitieren und den Befehl wieder eingeben. Dann läuft das Programm rucki-zucki. Also ich könnte sozusagen auch bis 16 machen, aber irgendwie funktioniert das mit dem Bundle Cable noch nicht, was hier aktiv ist. Das ist natürlich schade. Aber wir sehen, ist das rosa geworden? Ich wollte doch gelb haben. Ach nee, ich wollte grau haben. Habe ich jetzt 16 eingegeben? Da muss ich das nochmal ändern. Ja. Komisch. Komisch, 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 komisch. Naja, gehen wir mal ein bisschen so ins Detail auch rein. Ne? Also, wie man sieht, ist das obere Programm hier die Schriftgröße.
was hier ist, und die Seite, wo das wo der Monitor hinterhängt, Beschriftung, Anlagen, wie man sieht. Und jetzt kommt sozusagen die Zeile, wo halt, wenn ich was drücke, wenn ich den oberen drücke, den hier, dass dann das auftaucht, verfügbare Programme. Und das gleiche gilt dann, wenn ich wieder auf diese Option hier klicke, zeige ich dir mal alle vorhandenen Programme, die halt dann da sind. Da, 64. Ach, wie, Mensch. Da soll ja grau hin. 128 ist das. Und dann taucht das halt so lange auf, die vorhandenen Programme, bis ich halt da bin. Und jede Funktion, dieses X oder der Kreis, hat halt eine eigene Funktion, die hier unten immer auftaucht. Das heißt, das ist eine Schleife, dieses While to do. Und dann heißt es, wenn du auf den Monitor drückst, und zwar die Position 125, dann sage halt unten in der Zeile 113 Gold an. Und wenn ich das halt, das X drücke, das ist auf 26,5, dann sage halt Gold aus und mache halt ein das Signal auf Volt. Und das muss man halt immer so machen in Else If, weil wenn du das heißt, sozusagen, wenn du das drückst, dann passiert das, oder wenn du das drückst, kommt das. Zu guten Schluss habe ich halt dann halt nochmal so gesagt, wenn du halt oben rechts das X drückst, was ganz oben bei den Anlagenprogrammen ist, dann mach bitte alle Signale auf aus und start das Programm noch einmal neu. Und das sollst du dann natürlich auch machen. Wenn wir das jetzt einfach mal hier so. Oh. Ja, da ist es wieder. So ist es nämlich richtig. Jetzt läuft der Monitor auch wieder richtig. Und wenn wir jetzt hier hingehen. Zack. Und ich glaube, bevor wir nicht die vorhandenen Programme geöffnet haben, die hier. Weil das bringt ja nichts, wenn ich wieder zurückstarte an vorhandenen Programme. Kann ich das nicht machen. Ich kann das erst ab hier starten. Das heißt, ich kann hier alles minimieren. Oder wenn ich es gerne offen haben will. Das speichert der nicht, natürlich nicht. Weil das ganze Programm einmal zurücksetzt, macht er mir das so. Und ich habe die Programme alle hier sitzen. Um jetzt noch einmal zu deutlich machen, ich könnte jetzt hier noch ein, zwei drunter setzen. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich halt in die unteren Leisten nicht reinkomme. Ich hätte jetzt hier noch, glaube ich, zwei, drei Platz. Das gleiche gilt hier. Ich könnte auch alles noch eine Reihe oben hochsetzen. Ist alles kein Problem. So, ich stelle die nochmal aus. Und läuft, wie gesagt, einwandfrei. Ich könnte auch alles in eine Zeile lassen, beziehungsweise alles in eine Zeile machen hier. Damit halt das aus und an hier sozusagen ertönt hier an und da aus. Mache ich vielleicht noch, aber das ist ja eine schnelle Sache von Leertasten und einfach nur noch rumdrücken. Das ist eigentlich kein Problem. Was ich ja, wie gesagt, vorhabe, ist unten noch im Keller ein bisschen den Raum auszuschachten. Da war ich jetzt gar nicht so weit. Wo fehlt denn der Fackel? Da fehlt eine Fackel. Das gleiche Programm ist hier, da wird es aber noch verbessert. Da kommen auch diese Wirekabel hin, die ich glaube, meinetwissen auch schon mal ein bisschen da vorbereitet haben. Ja. Da habe ich da schon was reingeschmissen. Genau, danke. Und wie sieht es hier aus? Ja. Knochenmehl ist auch noch gut aktiv. Also da haben wir gleich auf jeden Fall 1000 Stück ungefähr. Oder wie sieht es denn hier aus? Knochen, 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 da. Ja, 1000. Und wie sieht es mit der Wolle aus? Ja, 7 von der grauen Wolle ist natürlich auch nicht. Also von der hellgrauen Wolle ist auch nichts Berauschendes. Da müssen wir auf jeden Fall noch uns ein bisschen weiter dran haken. Die können wir schon mal hier reinpfeifen. Ja, ich schaue noch, was ein bisschen bei den Bäumen ist. Und dann sehen wir uns eigentlich sozusagen in der nächsten Folge ein bisschen unten. Dann werde ich den Raum auch rausheben. Da bin ich noch nicht zugekommen. Leider noch nicht, weil ich habe mir erst gedacht, machst du erst das Programmieren. Dann habe ich erst das hinter dir. Und es ist ja sozusagen nur noch ein einfaches Einfügen, weil die Programme ja beide gleich sind. Ist nur halt eine andere Beschriftung. Wird noch ein bisschen optimiert, wie gesagt, mit dem An-Aus an anderen Positionen, damit das halt noch bildlicher da ist. Ist ja schon eigentlich bildlich da, weil es ja immer rot oder grün schon ist, dann ist das natürlich auch schon eine schöne Idee. Aber je mehr ich da ein bisschen dran ranarbeite und mich damit auseinandersetze, klappt das auf jeden Fall reibungslos immer. Wenn ich da ein paar Tage, Wochen auslasse, muss ich mich halt wieder reinfinden. Dann läuft aus dem Programm auch ziemlich schnell wieder. Natürlich tauchen immer Fehler auf, da bin ich ja nicht rigoros frei drin. Das mache ich ja nur in der Freizeit, dieses Programmieren, wenn ich da gerade zu Zeit habe oder auch die Lust zu finde. Und wenn ich da keine Lust zu finde, dann muss ich halt damit ohne auskommen. So sehe ich das immer. Aber mir macht es auch Spaß, also das ist jetzt nicht so das Ding dabei. So, da ist noch ein am Leim was. Aber irgendwie keine neuen.
Bäume, ne? Dieses Common Ash, das kann man nochmal reinwerfen, weil das sitzt ja da irgendwo. Aber hier nicht, oh. Hier ist nix. Und hier auch nicht. Die Kirschen, ja gut, ich glaube, hier kommt keiner dran. Da sind die Bienen einfach zu weit. Ich glaube, da muss ich irgendwie mu so ein Ding reinpacken, damit die halt einen größeren Radius haben. Ja, also sie arbeiten auf jeden Fall. Sage ich ja nicht, dass sie nicht arbeiten hier. Hier ist wieder Silver Lime. Das wird jetzt auch nur noch Silver Lime werden, oder? Mudame Lerche hat er irgendwo da hinten erwischt. Bei den Mudamen Lerchen müssen wir auch ein bisschen noch warten. Das dauert auf jeden Fall, bis da sich was reift. Ich hatte davor auch nur eins gefunden. Und das war der Angst geworden. Ich warte eigentlich noch auf das Pullbein. Naja, Lerche, Lerche. Da müssen wir sowieso, wenn er weg ist, einmal irgendwas analysieren. Da ist nochmal, was ist da denn gekommen? Lerche. Also entweder analysiere ich die einmal alle durch und schaue, vielleicht ist irgendwie schon eine halbe Kreuzung dabei oder so. Kann natürlich alles auftauchen, weiß man natürlich nicht. So hundertprozentig. Ja, komm, den in der Mitte, den hole ich mir jetzt auch raus, oder? Auch alles Lerchen. Ja, also ich glaube, das dauert noch einen Moment. Was haben wir denn hier? Nein, auch noch kein Pullbein. Hier auch noch nichts bei. Wie gesagt, das dauert einen Moment. Wir haben auf jeden Fall Zeit dafür. Das ist ja nicht so die Sache, dass da keine Zeit vorhanden ist, hier ein bisschen mit den Blättern rumzuspielen. Gut. Ah ja. Reicht doch. Sie schmeißt meine Kiste, dann ist sozusagen auch die Folge wieder zu Ende. Da haben wir schon zwei von. Den Rest kann ich einfach hier alles reinwerfen. Also Äpfel und diese ganzen Dinger, die werde ich auf jeden Fall wegwerfen. Apple Oak und hier, die Birkensetzlinge, die kommen auf jeden Fall weg, weil die brauche ich nicht. Oder diese Wetspoos, diese weiterentwickelte Hillcherry, Silver Lime und Mudame Lerche, die werde ich auf jeden Fall analysieren. Damit wir vielleicht schauen, ob wir irgendwas davon besonders haben. Und da gucke ich mal gerade unten. Die müsste leer stehen, die Anlage, oder? Die Zentrifuge, oder ist das hier nur eine Presse? Das ist nur eine Presse. Also steht die Zentrifuge noch gar nicht. Also müssen wir die auch noch aufbauen, damit wir halt eine Schleuderei haben. Aber das wollte ich alles da reinbauen. Das heißt, ich würde dennoch sagen, wir verabschieden uns hier erstmal an dieser Stelle. Ich baue unten den Raum aus bei der Smeltery. Und dann kommt das leichte Verdrahten, ein bisschen schon mal vor Verdrahten, Wege legen, etc. Und dann sollte es auch klappen. Dann würde ich sagen, bis dahin, euer Flash-Type und tschüss.